Weg zur Freiheit. Mal schauen. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass wir es finden. Oh, die Musik, also da muss man Egosoft echt loben. Die Musik ist einfach nur episch. Ich werde dann auch mal durchs Hauptgebiet der Baron fliegen. Dort die Musik, die muss man sich echt antun. Also wer die Musik, oh, die ist richtig, richtig geil. Erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ja. Also reparieren kannst du das Schiff nicht, schade. Weil wir einfach zu wenig Geld haben. Tor Ringo Mond. So, mal schauen, wo könnte das sein? Linie der Energie? Nee. Ach, dort ist der erst. Fliege ich jetzt erstmal in. Uiuiui. Nach Linie der Energie. Weil ich muss nämlich erstmal. Kommando nicht ausführbar. Ja, ja, zu einer anderen Station. Bla bla bla. Weil ich muss nämlich erstmal Energie tanken. Kommando nicht ausführbar. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Man hat ja gesehen, wie teuer das Reparieren ist. Also 4000 Credits. Pro prozentual irgendwie, keine Ahnung. Und umso. Obwohl ich keinen anderen Buster nehmen, den verkaufen. Das wäre auch noch eine Idee, stimmt. Mal gucken, wie ich es mache. Mal schauen. Das Einzige, was ich da bloß rüber transferieren muss, ist die ganzen Energiezellen. Die Waffen, den Schild. Weil das Schild muss unbedingt sein. Ich gehe jetzt echt sonst weiter krachen. Erreiche System. Linie der Energie. Ich glaube, nochmal sterben ist ja keine Option. Zumindest nicht für mich. Werden wir dann also mal den Sektorweg zur Freiheit suchen. Ich werde jetzt den auch gucken. Ich kenne da so eine Seite, die eben halt sich spezialisiert hat auf X. Aber nein, die werde ich jetzt nicht besuchen. Ich werde es einfach suchen. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, Weg zur Freiheit. Wo könnte denn das sein? Man glaubt, dass Raum. Man glaubt, dass Raum. Man glaubt, dass. Tronto? Man glaubt. Rotes Hauptquartier. So, wo. Ach Quatsch. Wo ist jetzt mein anderer Buster? Eigentümer und. Das Hauptquartier ist da jetzt ab. Wenn wir schnell mal da hingucken. Nee, ist er nicht mehr. Dann ist jetzt hier unten. Wolken, da drin. Ja, auch nicht. Ach, der ist hier? Ist aber schnell unterwegs. Die werden wir jetzt erstmal folgen. Basta. Nee. Ich folge dem. Und Basta. Du? Kommandokonsole, Navigation, Docker an. Zwar Archon Prime und Schiff. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Wie schon gesagt, ich werde es so machen, dass ich den anderen behalte und den verkaufe. Weil
Weil das Reparieren da kostet ja doch schon eine Stange Geld. Und naja. Kein Sonnenkraftwerk. M. Beta. Also die Preise hier sind schon ein bisschen abartig, aber wenn man dann später eben halt seine eigene Station hat, ist eigentlich Kosten keine Frage mehr. Das ist dann eigentlich bloß noch. Erreiche System. Doch noch so wenig. Argon Prime. Von daher spielt das im Endeffekt auch keine Rolle. Wir eben halt mal gucken, welches. Argon Schiffswerft. Nein. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Was mir jetzt mehr bringt, dass ich den verkaufe und den meinen jetzigen repariere oder andersrum, weil es sind alles bloß die gleichen Fahrzeuge, Raumschiffe, Gefährten, wie auch immer. Von daher, ich lasse mich überraschen. Bin ich mal gespannt. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. 140.000 würde er mir bringen. So. Toll. Basta, verkauft. Was soll der Scheiß? Mir jetzt auch egal. Handeln. Und hier, ich würde höchstens lächerlich auf 70% kommen, da wäre mein ganzes Geld wieder weg. Von daher, lassen wir es jetzt erstmal so. Und mal gucken, gab es hier noch einen Ausrüstungsdock? Genau. Mal schnell wegfliegen von der Station. Und hier andocken. Ja, setzen das Ziel. Argon Ausrüstungs-Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Gucken wir mal nach, was wir uns alles kaufen können für das Geld. Stärkere Schilde werden interessant. Mit Raketen arbeite ich ungern, bin ich ehrlich. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators. Es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ruderoptimierung installiert. So, Wochenlogistiksoftware, Boosterweiterung, Kampfsoftware MK1 und MK2. Die Kampfsoftware MK1 installiert. Kampfsoftware MK2 installiert. Spezial. Handelssoftware MK. Handelscomputererweiterung installiert. Handelssoftware MK2 installiert. So. Jetzt müsste ich noch wissen, das hat mein Schiff. Gibt's natürlich hier nie. Toll. Naja. So. Weg zur Freiheit. Bin ich immer noch am Suchen. Deswegen. Schauen wir uns jetzt einfach mal um. Und zwar machen wir es ganz einfach: Kommandos, Navigation, fliege in den Sektor. Und zwar hier. Ich. Autopilot. Guck mal aktiviert. Hier unten. Ob da dort unten irgendwo war. Doch wo ganz woanders, wo ich ihn gar nicht vermutet hätte. Ich werde sie nachgucken, bin ich ehrlich. Von daher schaue ich selber mal nach. System, Heimat des Lichts. Weg zur Freiheit. Autopilot deaktiviert.
Moment. Gab es hier denn noch einen Turm? Ja, eigentlich schon. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Erreiche System Menelaos Grenze. So. Da drüben gibt es nämlich noch ein Tor. Fliege ich aber ein bisschen sinnlos im X-Universum rum und suche einen scheiß Sektor. Das war schon immer mein Traum gewesen. Ohne Spaß. Ey, das geht mir gerade tierisch auf den Geist. Sorry, dass ich gerade ein bisschen ausraste, ist aber so. Auweia. So, da ist Westro. Da oben. Tor, Königinhügel. System Königinhügel. So, das nächste Tor ist hier drüben. So viel weiß ich zumindest noch. Ah, mal kurz mein Ohrjürgen. Oh, der Boron Hai unterbrochen. Im zweiten Teil, also X2, waren die Boronschiffe so genial. Einfach nur geil. Boron, Militär, Oktopus, Vertraktor, Rolksreich. System Rolksreich. Ach nee. Thank you.
Ja, jetzt wird man in der Aufnahme auch noch im Steam angeschrieben. Aber naja. Oh, da ist ein Schlachtschiff der Baron. Einfach, die sehen geil aus, die Dinger. Oh, das ist schon das nächste Tor. Und ab geht's. Tor Königstal. System Königstal. So, nur um mal die Melodie zu genießen. Ah, geil. Autopilot. Aber jetzt suchen wir uns mal den Sender, den Sender, den Sektorweg zur Freiheit. Oder? Nee, Autopilot machen wir es ganz anders. Boron, Orca, Kristallfabrik, M, Alpha. Werde ich erstmal jetzt eine kleine Aufnahmeunterbrechung machen, beziehungsweise Aufnahmestopp. Gucken, was ich jetzt von Mist fabriziert habe. Und mit diesen schönen Melodien lasse ich euch jetzt mal los. Andockvorgang erfolgreich. Und wünsche euch viel Spaß. Königin Atreus und das Königreich Boron entbieten Ihnen ein friedvolles Willkommen an Bord. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da. Ich möchte mich jetzt, nehmen, weil das sind ja zwei verschiedene Projekte. Jedenfalls würde ich sagen, viel Spaß beim Gucken. Bis zum nächsten Mal, dann tschüss.